Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde Pflanzen gegen Zombies. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wir machen im Abenteuer weiter. Level 5.1. Vielleicht ist die Nacht jetzt wirklich vorbei. Oh, gut. Ui, jetzt haben sie sogar bis aufs Dach geschafft. Das sind ja vielleicht ein paar hartnäckige Zombies, Mann. Du brauchst ja jetzt die Kohlkatapulte, weil das Dach so schräg ist. Vergiss das nicht. Dann läuft alles wie geschmiert. Okay, ein Bungee-Zombie. Gut, wir können wieder sowas setzen. Wir brauchen, was hat er gesagt, Kohlkatapulte. Das kann man auch nehmen. Das kann man nehmen, das kann man nehmen. Ah, wir können wieder normale Dinge pflanzen. Ja. Ja. So. Okay, am Dach können wir nur in diesen Töpfen also pflanzen. Okay. Gut, das kriegen wir hin. No. Ah, wieder draußen aus der Nacht. Sonnen. Yeah. Wieder draußen aus der Nacht. Zombies. All coming. Ja, es geht um unser Gehirn. So, der kommt hier. Ja, das ist gut. Er schießt aber relativ langsam, finde ich. Na gut. So, weiter mit den Sonnenblumen. Lang hat er nicht essen können. So. Gut. Kartoffelmine. Oh, wir brauchen schon das nächste. Cola-Pult. Das Kohlkatapult. Ja. Jetzt haben wir schon zwei in der Reihe. Hier, die Kartoffelbombe ist auch schon fertig. Oh, gleich weiter pflanzen. Ja, den Kopf verloren. Endlich am Dach. Oh, so, so, den habe ich hier gepflanzt für den hier und der möge mir in die Kartoffelbombe laufen. Auch schön. So. Hat den Kopf verloren rechtzeitig. Läuft doch gut. So, die Reihe würde ich jetzt noch fertig machen hier. Wir überall die Kohlkatapulte. Sicherer wäre es natürlich wahrscheinlich mit einer zweiten Reihe Kohlkatapulte, aber im Moment geht es ganz gut. So, eine Sonnenblume. Okay. Hätte ich da die Sonnenblume nicht gepflanzt, hätte er mir den Topf weggenommen. Und dann hätte ich andere Probleme bekommen. Dass wir hier die Sonnenblume hatten. Gut, die Bungee-Jombies. Jombies. Nein. Was haben wir hier? Sehr gut. So. Sind wir da auch schon in der Richtung? Bald soweit. Hier. Wenn er das weggefressen haben sollte, setzen wir ihm einfach den Quatschkürbis vor die Nase, damit er den Topf nicht weg ist. Ja, aber den Topf wollen wir behalten. So, gleich kommt die nächste Welle, also die nächste, die letzte eigentlich. Ja, das geht doch am Dach. Das geht doch. Der Bungee-Zombie. Okay. So. Ach, das hat er gemeint. Gut. Gut zu wissen. Wenn wir das hier ausgraben und
Das hätten wir gar nicht mehr machen müssen. Alles nicht mehr notwendig. Alles nicht mehr notwendig. Ein Topf! Na, da freue ich mich aber. So, wenn uns jetzt nämlich der Zombie, der Bungee-Zombie, den Topf unterm Hintern wegstiehlt. Hallo Nachbar, ich habe neue Sachen im Angebot. Aha, das ist neu. Diese Dachreiniger sind in den schwierigen Dachlevels eine zusätzliche Verteidigungslinie. Dann kaufen wir's. Möchtest du diesen Gegenstand? Ja. Greif zu, ich bin irre! Gut. Ich glaube, der hat in seinem Kopf... Nein. Nein. Oioioi. So, aber zuerst den Topf. Machen wir die Bombe nochmal. Der Quatschkürbis war schon gut. Dann nehmen wir das gegen die Bungees. Das ist auch nicht schlecht. Was können wir noch nehmen? Das und... Wir probieren das einfach oben dann. So. Wir schauen mal. Hier haben wir jetzt die Dachreiniger. Die haben uns 3000 gekostet. Aber ähnlich wie die Rasenmäher als praktische letzte Verteidigungslinie ist das schon in Ordnung. Hm. Ja, das ist okay. Ja. Du einer da. Das geht sich aus. Schau, der Kartoffel, der wird wachsen. Nur für dich. Nur für dich, ein Kartoffel. So. Verdient. Hier können wir jetzt schon, der kommt hier in diese Linie. Also hier. Yeah. Ja, die sind ganz gut, diese Cola-Pulte. Hm, die sind jetzt kleiner. Sind die aber doppelt so gut? Ja, die sind doppelt so gut. Gut, gut. Das läuft ja. Ja, geht sich alles aus. Das ist schön. Das gefällt mir auch, dass da so zwei sind. So, der wird mir jetzt den Topf zwar wegfressen, aber pff, das macht nichts. Das macht gar nichts. Genau auf der Linie, wo ich keinen habe, kommt er. So, ein Cola-Pult noch, dann haben wir überall eines. Dieses hier. Machen wir hier noch eine Reihe Sonnenblumen? So. So. Ja, die Brains, die Brains. Es sind die Brains. Das finde ich praktisch mit den doppelten. Finde ich sehr praktisch. So. Läuft gut. Das nächste Cola-Pult. Ja, und schon hat er den Arm verloren. Eins drüber. Wenn er den Topf weg... Jetzt bin ich aber böse auf ihn. Aber nicht sehr. So, dann ergänzen wir hier noch die Töpfe. Der wird durchkommen, aber an der Bombe wird er verenden. Was ja der Sinn des Ganzen ist. Also ich muss sagen, dieser Level so am Dach bei Tag ist mir wesentlich lieber als die Level, die da bei Nacht waren. Das waren nicht meine Level.
Nein, du und ich, wir haben die gut gemeistert, also das passte schon. Aber das waren echt schwierige Level. Also schwierig, aber... So, na bitte, geht doch super. Und mit einer Reihe sind wir ausgekommen. Mit einer Reihe von den Sonnenblumen, meine ich jetzt. Ja, das kriegen wir alles noch hin. Da kommen auch noch hier. So, da, ja. So, der da wird leider nicht an der Kartoffelbombe explodieren. Das wäre wirklich schön. Aber das ist halt. Jetzt frisst er uns den Topf noch weg. Nein, frisst er gar nicht. Jetzt hat er mich aber überrascht. Oh, wie schade. Was passiert eigentlich, wenn man es so macht? Nichts. Hm. So. Ja gut. Da oben am Dach kann man mit den ganz normalen Kanonen. Das ist gut. So, hier brauchen wir noch ein Cola-Pult. Das Cola-Pult. Sollen wir auch gleich haben. Eine Sonne noch. Können wir hier ergänzen. Super. Ausgezeichnet. Ja, dann haben wir den Level auch gleich geschafft. Und ich muss sagen, da können wir zwei echt stolz auf uns sein. Das haben wir gut gemacht. Finde ich. Oh, noch ein drittes Cola-Pult. Man kann ja nicht genug Cola-Pulte haben. So. Dankeschön. Die große Welle kann kommen. Die Bungee-Zombies, die stören mich ein wenig, weil die so von oben kommen und man kann nicht wirklich was tun. Das stört mich schon ein wenig. So, Cola-Pult. Eines kommt noch hierher, dann kann die Riesenwelle kommen. So. Super. So, hier kommt da. Ja, sehr gut. Leider haben wir eines verloren jetzt. So, genau. Hast du dir auch verdient. Hab dran gearbeitet. Ja, das ist gut, das ist gut. Der Kübel-Zombie als erstes mit dem Quatschkürbis. Quatsch. So. Und was das ist und was es kann, ich habe Vermutung. Aber was es ist und was es kann, sehen wir uns das nächste Mal an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.